Hallo zu einer neuen Folge. Ihr habt kein Bild. Mal. Jetzt habt ihr Bild. Florian ist auch mit dabei. So wie den ganzen Tag schon. Mal wieder. Genau, mal wieder. Das ich gibt's mal dann. Herabgelassen mit diesem komischen Spaß hier zu spielen, den ich gar nicht kenne. Und die letzte Folge. Wir mampfen Chips. Ja. Die vorige Folge nennen wir Chips. Coverplate. Also für Quantum brauchen wir erstmal Iridium. Aha, kenne ich nicht. Aber wir können schon mal Nano-Suit machen. Der ist dann schwarz. Oh. Überhaupt nicht rassistisch. Also ich möchte nur eine Hose haben, das reicht noch. Eine Nano-Suit-Hose, was macht die denn? Ja, eine Quantum-Hose an sich. Was macht die denn? Damit kannst du schneller rennen. Also es ist wie so ein Speed Potion 3, glaube ich. Dauerhaft. Naja, ich dachte mir, das wären die Stiefel gewesen. Nee, die Stiefel, damit kannst du springen, höher springen. Und hast gebremsten Fall. Richtig. Oder war das noch? Haben wir Glas? Ja. Und ME-System ist echt entspannt. Also das ist der Nanosuit ist so simpel, ich brauche im Prinzip nur Kohle, Dia, Redstone. Fertig. Na dann. Wenn der Macerator gleich im Rotary-Status ist und läuft, dann ist eh alles vorbei. Dann habe ich das locker fertig. Dann ist alles vorbei, dann können wir direkt beenden. Ja, dann ist das Projekt beendet. Richtig. Zack. Und bevor jetzt irgendjemand gleich fragen sollte, da ist aber jetzt hier, da war doch ein Rotary, bah. Ich habe schon einmal gesagt, dass irgendwie alles weg sei. Das hat mir Flo jetzt alles erklärt. Ja, habe ich halt umgeräumt. Richtig, und der steht jetzt unten in einem geheimen Keller für uns. Ich mache jetzt hier nochmal einen hin, damit ich den halt stationär jetzt nutzen kann. Aha. Ja, ne? Ich will den ganzen Tag Chips mampfen, das ist richtig komisch. Professionelle Aufnahme, jetzt mit Chips. Oh, du warst ja schön. Ja. Aber ich denke mal, mit diesen Blöcken kann man echt viel anfangen, wenn man nicht ganz so inkompetent ist beim Bauen wie wir. Oh, ich habe gerade meine Saphir. Okay, ich dachte gerade, ich habe meine Saphir-Spitzhacke. Axt. Verdoppelt. Hatte ich mal zweimal. Das wäre ja cool. Heute bekommt so eine neue Folge Bugs und Tricks Hacks in FTB. Ich guck gerade was. Man sieht tatsächlich nicht meinen Mauszeiger, so wie ich es eingestellt habe. Der ist nicht zu sehen. Das ist gut. Oh. Gangster. Kohle ist einfach C2, also zweifacher Kohlenstoff. Also zwei Kohlenstoff im Prinzip. Alter, ich bin hier voll das Wissenschaftsgenie. Boah. I know, right?
So, jetzt brauche ich mal kurz eine Wrench. Gehen wir mal die hier. Nicht EE, WRE. Ich bin immer noch nicht gewohnt, dass ich einfach rausklicken kann. Also mit Escape. Ich brauche mehr Refined Iron. Nein! Die Falltür wollte ich jetzt nicht auslösen. Iron. So. Das geht ja recht schnell. So, die beiden unten. Die beiden da. Das dahin und Rotary Macerator. Den jetzt darauf stellen und ein bisschen warten. Oh. Advanced Nano Chestplate? Ah, die hat dann sogar ein Jetpack, die Advanced Nano. Okay. Mit das Advanced Electric Jetpack. Ich glaube, dann bleibe ich erstmal beim Nano-Suit, weil der hat ja dann schließlich auch ein Jetpack und das ist dann schon mal gar nicht so schlecht. So, warte mal, wie viel brauche ich jetzt für deine Hosen? Oh, 8x6 ist 48, ne? Ja. Danke. Gib dir einfach recht. Das ist einfacher als zu rechnen. Aber warte mal, ich kann das ja einfach liegen lassen. Die Chipsfresser-Episodenreihe. Das wäre echt cool. Irgendjemand schreibt mich an. Nein, nicht schreit mich an, sondern. Wer schreit dich denn jetzt schon wieder an? So, ich baue unser Haus mal komplett um. Mit komplett meine ich komplett. Alter, da baut der einfach rum. Oh, Sitax ist online und hat sogar ein X geschrieben. Jo. Für dich ist irgendwann mal Feierabend, ne? Einen Moment. Oh, das habe ich gehört. Alter. Smiley und er geht wieder direkt. Er hasst dich einfach. Wahrscheinlich dachte er so, oh shit, die sind drauf und ich darf gar nicht. Ich will gar nicht aufnehmen. Kacke. Weggehen. Wer wollte erstmal gucken, bevor er startet, wer da drauf ist? Genau. Also, was denn sonst, Flo? Also, jetzt komm. Komm. Ich komm ja schon. Ich habe genau richtig gerechnet. 48. Auf den Punkt. Boah. Däh. Ah. Oh, da ist er schon wieder. Schreib nochmal Doppelpunkt D, vielleicht lief er dann ja wieder. Und? Oh, schade. Oh. Hätte ich jetzt gefeiert. Jetzt bleibt er ja, ist ja doof. Ja, ist echt so. Geschämt er sich denn nicht? Sag, ich schreibe mal, er soll wieder gehen. Mach du doch, ich crafte gerade deine Hosen. Und lade die jetzt erstmal auf. Nanosuit kratzt ganz schön am MFE-Speicherstand. Und voll. Speicherstand.
Nö, ich glaube, ich bin nicht schneller geworden jetzt. Ach, du wolltest ja Quantum haben, ne? Ja. Dann kann ich jetzt mal die behalten, das ist ja toll. Das ist ja toll. Jetzt brauche ich 4 mal 8 sind 2 und 3. Was ist das jetzt gewesen? Was? Keine Ahnung, irgendwas hat gerade umgebackt. Diese Dörfer immer noch mit diesen normalen Steinen gespawnt werden, obwohl man da ja mittlerweile die Teile so schräg setzen kann. Verstehst du? Wie? Ja, man kann ja Treppen jetzt mittlerweile um die Ecke setzen. Ja. Achso, das meinst du, ja, klar. Und trotzdem spawnen sie noch mit den. Ist halt die alte Generation, Mojang ist. Microsoft ist zu faul. Ist ja nicht mal mehr Mojang. Mojang. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wer entwickelt das jetzt eigentlich noch alles? Also Mojang schon, aber Mojang ist auch gekauft von Microsoft. So, MFE hat sich gerade kurz erholt und jetzt darf er erstmal wieder meine Schuhe aufladen. Kannst auch so ein bisschen MFLU nehmen, ne? Soll ich jetzt erst nochmal hinten zum MFSU rennen, oder was? Ja. Für einmal Schuhe. Wir brauchen mehr Kohle. Wir haben keine roten Xyoryt-Dinger mehr. Nein! Doch. Einfach direkt alle. Ich habe alle hochgebraucht. So, jetzt erstmal mein Jetpack aufladen. Oh, ich muss was essen. Das haben wir ganz lustiges heute. Dann hol dir doch schnell noch einen Chip und ess den, wenn du was essen musst. Stimmt, stimmt, stimmt. Guck mal. Ich werde zwar nicht schneller, aber sieht trotzdem cool aus. Warte mal, krieg ich noch. Nein, Fallschaden ist auch weg. Okay. Unser Haus sieht ganz lustig aus. Wir brauchen mehr Kohle, wie gesagt, ne? Na ja. Zumindest wir haben keine mehr. Oh. Das ist echt nicht cool. Warte mal, ich habe eine Idee. Kann man auch Holzkohle dafür nehmen? Wofür? Für Coal Dust. Ich glaube irgendwie, dass Charcoal dann in Creosote Oil ging, ne? Nee, es war. Nee, gar nicht. Das geht sogar, glaube ich. Probieren wir es einfach mal aus. Ich nehme einfach mal einen Stack davon. Brauche ich mal diese Scheißpipe ab. Komm mal her. Ja. Ich habe zurzeit das so gebaut, dass hier ist. Kann man auch hochfliegen, aber sonst wird man nur runtergedrückt. Okay. Und wenn du von draußen guckst. Uah, jetzt muss ich wieder hoch. Ja, ich habe es auch rausgeschafft, Alter. Just in time. Ist doch schon mal guter. Ich habe das hier getrennt und hier unten die untersten Beine sind jetzt. Ah. Knappe. Wow. Wow. Das ist echt gut. Ja. Bist echt voll der Bauprofi.
Bin ein Profi. Profi. Ein Profi. Profi. Genau, Profi. Professor. Alles schön immer ins ME-System. Jetzt habe ich Charcoal, das geht das auch? Ich glaube, da ist das Knockback ziemlich eigen. Ich probiere es einfach mal aus. Ah, nee, geht. Oh, geht nicht. Okay. Ich habe jetzt gerade random Holzkohle hergestellt. Wir haben keine Knochen. Wir haben keine Kohle. Ich habe noch Knochenmehl. Ja, brauche ich. Aber ich habe halt keine ich habe halt keine Kohle mehr. Im System sind noch 56 Charcoal. Die gehen ja nicht. Aha. Muss schon welches holen gehen. Sonst. Koa. Wenn du. Also, nee. Okay, kann man nicht erstellen. Warum wächst meine Zauberbäumchen nicht? Ich sehe schon, du hast hier den anderen selbst hingesetzt. Aber ich glaube, die müssen vier zusammenstehen. Ich glaube nicht unbedingt. Ja, aber sie wachsen ja sonst nicht irgendwie. Anscheinend, ja. Es leckt gerade. Der Server wird zu schlecht für das alles. Nein. Ich, Chunkloader waren ja an sich verboten, oder? Ja. Dasselbe gilt für Quarries. Was? Dasselbe gilt für Quarries. Weil ich muss den Chunkloader benutzen. Warum? Ja, wie soll ich sonst Lava aus dem Nether pumpen, wenn die Chunks da nicht geladen sind? Ach, das wieder erklären, warum es hier so aufwendig gerade ist. Ne, deswegen leckt es nicht, deswegen irgendwas anderes wahrscheinlich, weil wir ja gerade hier meinetwegen die Chunks laden, wo ziemlich viel am Laufen ist. Aber eigentlich gab es noch die Probleme durch das Laden von. Ja, aber das ist jetzt die einzige Ausnahme, mehr glaube ich nicht. Und der Turtle braucht eigentlich auch eine. Chipsmap-Episode, das ist richtig gut. Sollte man öfter machen. Wer wohnt denn hier? Ist das Haus mit den Marble Bricks? Nee, das mit den Halbhaus. Das wird Raptix, weil Stadt 3 zieht auch in die Nähe. So, versuch mal einen Sturkopf, die Sitax dazu zu bewegen, sie umzuziehen. Ha? Versuch mal Sitax dazu zu bringen, umzuziehen, der ist voll stur. So, gleich habe ich 3/4 meines Quantum Suits. Quantum? Ich meine, wie heißt der? Quantum. Nein, Nano. Ah. Der Quantum kommt ja erst danach. Ich setz mal. Silicon Plates, also wir haben Silikon, also. Ich bringe mir am besten. Ja, ja. Heute jetzt zu ihm rüberlaufen, um
ein Portal bei ihm zu setzen. Also die Portal kann ich jetzt nicht benutzen. Okay. Ich bin nur gerade dabei, irgendwie meinen Suit aufzuladen. Wir arbeiten doch mit Solarpanels, wir haben Lava-Energie. Aus dem Nether. Sieht doch echt seltsam aus, so wenn ich so einen schwarzen Helm mit blauer Brille im Gesicht hängen hab. Macht der eigentlich Nachtsicht? Nee, keine Nachtsicht. Was macht der dann? Frag ihn mal, ob er Kohle hat. Sind scharf. Erstmal was trinken. Alter, erst essen, jetzt trinken? Alter, geht's dir noch gut? Na, ich weiß, eigentlich soll man das nicht. Erstmal eine Stunde warten, ne? Hä? Wo kommt dieses Portal her? Ich hab dir das gesagt, ich habe gesagt, mich nicht verwenden. Ich habe jetzt nämlich ein Portal zu. Hallo? Hier, zu ihm gebaut. Ah. Was ist das denn für ein Stone? Gute Frage, der macht langsamer. So zumindest scheint es so. Nee, macht er nicht. Was ist das? Ich suche mal nach Blue. Ah, da steht er ja. Blue Cyrillium Block. Ich mach jetzt einfach mal hier durchgucken. Silicon Wafer. Ja, alles nur misserviert, ey. Mit, er hat ein Autocrafting-Table, aber nichts daran verbunden. Guck mal hier, der ist drin, guck mal hier drin. Der ist gerade dabei, irgendwie so ein Advanced-Ultra-Ding zu bauen. Ja, Advanced-Solar-Panel. Oh man, hat er die schönen Sprechblasen, stimmt. Soll ich mal mit dem Portal spawnen ein festes Portal zu ihm bauen? Was ist? Bau jetzt mal ein festes Portal. Red. Oh, Redstone Torch. Da haben wir irgendwo. Ich bin einfach mal das Haus hier. Wird jetzt unter Porthaus. Brauchen wir noch. Ich hau mein Holz. Ey, mein Holz ist weg. So. Portal Spawner, dann nehmen wir da nochmal das. Anmachen. Dann hier durch.
Ich habe schon 3,5 Carbon Plates. Ist doch schön. Von 7. Weil jetzt mein Nanosuit fertig. Yay. Und auch das Advanced Lab Pack. Und ich dann. Glaub, wir können ihm gleich zeigen, wie man Liquid Dings kriegt. Hm? Mal kurz, ich guck mal kurz, wie man so ein Lab Pack macht. Oh Gott. Das kann ganz schön teuer werden. Ich brauche unter anderem Iridium für das Jetpack. Oh, toll. Das heißt, wir brauchen Iridium. Warte, ich guck nochmal schnell nach, bevor wir Folge beenden. Iridium brauche auch. Iridium, was ist denn das? Wo kriegt man das denn her? Iridium Ore. Nicht als Item, als Block. Das könnte ich machen mit Yo-Yo Meta. Okay, setze ich mich ran, mache ich Yo-Yo Meta. In Twilight Forest spawnt das. Soll ich ihm unsere geheime Untergrundbase zeigen? Mhm. Er kann sich ja ohne Portable Hole eh nicht einsehen, also. Ich hatte eigentlich, er hat kein Portable Hole. Er wird sterben. Das war knapp. Er ist tot. Er hat keine Longfall-Boots. Nee, hat er nicht. Aber ich überleb's noch, weil die Nanosuits man noch federn. Ich hab noch welche über, also wenn er möchte. Ja, ich habe noch welche, deswegen. Soll ich einfach mal herporten? Ich habe keinen Bock, das ganze Zeug anzusammeln, wenn ich darauf. Ja, mach das mal. Diesmal erlauben wir uns das mal kurz. Ich sehe ihn nicht. Ach, da ist er. Schmeiß ihn mal hin. Ich sehe auch gar keinen Liquid. Denkt, was er will. Liquid. Braucht er doch gar nicht, oder? Warte, ich kann mal kurz googeln. Liquid Silicon. Ich meine, die Fiete Beastwiki sagt da was zu. Der lügt voll. Selbst die Wiki sagt da nichts.
Warte, ich guck mal nach. Silicon Plate, ja. Hä, hey, da braucht er doch gar kein Liquid, da braucht das Silicon. Doch! Er braucht Magma Crucible, oder? Hä, hey, wo denn? Hast oder du ein Magma Crucible? Ich weiß gerade nicht, was er meint. Ich habe mal eine Frage. Silicon Plate. Hast du ein Magma Crucible? Weil je nachdem könnte man mal probieren, in einem Magma Crucible das Silicon einzuschmelzen. Warte. Silicon Plate, da. Also ich habe ihn nicht, aber wir können ihn ja schnell machen. Feuer ist er nicht. Und wie kriegt man das? Wie man was kriegt. Ich guck gerade. Ah, oh Gott, da steht ja was. Dafür braucht der Lazurit das. Das gibt Silikonzellen ab, unter anderem. Hä? Er braucht dafür Lazurit. Warte, ich schreib's mal rein. Braucht. Lazurite Dust. Magma Cube. Ja, kannst du auch mal machen, weil da kann man Redstone zum Beispiel mit einschmelzen für dieses Redstone Energy Conduct. Das. Konnte man Netherrack nicht brennen für Dings? Das geht, glaube ich, erst noch später. Ich glaube, das war 1.6. Wenn man es messeriert, was kommt dann raus? Warte. Dann kriegt man Netherrack Dust. Ja. Oh, ups. Wir müssen brauchen wir Nether Bricks. Nether Bricks? Hast du schon mal was? Wozu? Für diesen Cube, Magma Cube. Machst du einen Eimer, einen Machine Frame und einen Redstone Raption Coil, das Ding heißt? Mhm. Dann hole ich so lange das andere. Warte, ist hier irgendwo eine Workbench drin? Nein, Workbenches habe ich unten einfach gar nicht. Warte. Und ich komme nicht mehr hoch, mein Table holt schon wieder alle. Ich mach kurz eine Workbench hier drin, ne? Mach das. Oh, ich hab Benchmarking erreicht. Oh. Da wollte ich jetzt nicht hinhaben. Da wollte ich es auch nicht hinhaben. Da wollte ich es hinhaben. Also was war da jetzt für nötig? Machine Frame, Eisen, Gold, Glas. Hast du zufällig noch ein volles Portable Hole? Ja. Port mich mal hoch. Warte. Komm. Warte. Erst ist dieser stabilisiert. So, und jetzt. Gleich ist meins auch leer. Ich muss jetzt auch noch mal kurz hoch. Ja, ich lade jetzt meins hier oben auch mal auf. Und wo machst du das? Ich muss einfach ein bisschen von unserem Haus weglaufen, dann lädt sich das eigentlich auf. Ja. Und dann packe ich ein volles da wieder rein ins ME-System. Wir müssen gucken, dass im ME-System immer ein volles Dings noch drin ist. So, jetzt hat er meins auch aufgeladen. Dieser Flux, ne? Ja. Und seine Baum will nicht wachsen.
Und schon wieder ist mein Hohl auch gleich leer, ne? Das ist unglaublich. Ich habe jetzt wieder ein volles im System. Warte. Buckets, ha gucken, Bucket haben wir ja schon. Was? Ein Bucket haben wir schon. Ich guck gerade hier durch, was wir brauchen. Machine Frame wohl noch. Ah, ich habe alles da. So, und zwei Copper. Ach ja, habe ich schon da. Und den Rest habe ich auch da. So, ist alles ready. Gut, gut. Komm auch wieder. So ein Scheiß, ne, dieses Nether-Portal immer, das spawnt, man geht raus aus dem Nether und man spawnt einfach in Bagdad. Mhm. Jetzt ist mein Portal wohl ganz leer. Bäh. Cool. Kottel. Ja, wenn du rauskommen willst, dann hol's aus dem System und mach beide wieder voll, indem du ein bisschen wegläufst. Ja, warte. Ja, ich bin ready. Und du? Außerdem spawnt man nicht in Bagdad, sondern in Timbuktu. Achso. Alter, wir haben gleich 40 Minuten. Läuft da bei uns. Wo ist der Kompressor hin? Warte. Was bitte? Wo ist der Kompressor hin? Der muss doch da sein. Ein Singularity-Kompressor und der funktioniert irgendwie nicht. Doch, müsste er aber. Ist kein Strom dran. Verliert gerade alles Energie. Ja, dann ist kein Strom dran. Strom ist leer. Nein, ich muss schlafen gehen. Nein. Schnell, geh schlafen. Ich kann nicht schlafen gehen, weil mein Headset komplett leer ist. So, ich beende die Folge hier. Ciao. Tschüss.